Nehme ich mein Geld, steig aus und verzieh mich. Ist zu viel Scheiß passiert hier unten. Zu viel mieses Hoodoo. Fühlt sich an, als wäre die verdammte Stadt verflucht. Aus welchem Loch krabbeln eigentlich diese ganzen Haitianer? So. Einmal mehr. Einen schönen Dönerstag. Rechner geht wieder ab. Er hat wieder Bock. Weiter geht's mit Mufia. Wieder. Fuck. Premium-Reflexion auf jeden Fall. Fuck. Letztes Mal nicht so weird, oder? Lange ist schon wieder her, irgendwie 2 Wochen oder 3. Was müssten wir denn überhaupt als nächstes machen? Wen dürfen wir heute erschießen? Ziele? Story-Kapitel, Zusatzkapitel? Geistige Zeitbombe. Mehr wie vorher aus die Vito für Vito arbeitet. Ja. Ja. Hier hast du einmal zurück. Hier hast du Emanuel zurück. Aha. Was gewarnt. Wo ist hier ein Wagen? Warum ist... Wait, hä? Wie steckt man die Waffe nochmal weg? Meine Maus ist in Timbuktu, was ist hier los? Warum meine... Ich weiß nicht wieso, aber meine Maus war irgendwie nicht richtig an das Game gebunden. Sollte jetzt anders sein, bitte. Hoffentlich. Stimmt, ich war am überlegen, ob ich die Mucke ausmache, wirklich.
Ich mag das zwar eigentlich nicht, aber gut. Audio. Das andere war lautstärkentechnisch irgendwie okay, ne? Scheiße. Weiß nicht. Ach ja, warum müssen die Polizisten sein? Immer diese Donut-Mampfer. Er hob mich an, weil er auf der inneren Bahn war und nach rechts abbiegen wollte. Das sind mir die richtigen, ey. Ja gut. Straße vernünftig benutzen. Das können die ja nicht. Also jetzt, ja. Jetzt bin ich an der Schnellstelle. Polizist? Das sieht mich nicht mehr. Kann mich auch räuspern. Extra laut. Eigentlich gut. Kann ich das eigentlich? Ah. Hier rangehen. Wie waren das noch? Hey. Ja, was denn? Alter, verpiss dich, du Bananenfresser! Zeig dir mal. Zeig dir gleich, wer eine Banane frisst. So, hier ist ein Magazin. Ach nee. Eine Schallplatte. Ein Rekord. Mein Herz ist fast stehen geblieben, als ich das Buch in seinen Händen gesehen habe. Was für eine Art Schule erlaubt es einem 14-jährigen Jungen, so etwas wie kaltblütig zu lesen? Das ist verdammt mein Herz. Okay. Wahrscheinlich ein Teil ihres Plans gegen für ihre kommunistische Denkweise. Sportwagen. Das sind Teile, die ich sammeln kann. Können uns keine Waschmaschine leisten, keine neue. Wer auch immer den Jungen auf dem Rummelplatz aufgeknüpft hat, hat einen ziemlich kranken Humor. Kranker Humor, was? Keine Ahnung, was ich Falsches gegessen habe. Ja, das ist fuck. Du bist schwanger, Alter. Hast du nur noch nicht bemerkt. Alter,
Wie viele Polizisten sind denn hier in der Straße unterwegs? Oder ist das hier wieder eine Polizeistation? Eine Polizeistation zusammen? Okay. Ja. Immer diese Leute, auf die man warten muss. Mann. Endlich da. Hallo. Linker, hier drüben. Ja, ich weiß, dass du da bist. Was? The best. The best thing to ever. The best thing. Ever happened to me. Donny? Don't give a damn. I don't give a damn. What anyone else says. Was soll Jur heißen? Gott, was für eine Sauklaue. Was machst du denn hier, Nicky? Ich weiß, was du vorhast, und ich konnte nicht zusehen, wie mein Alter dich unvorbereitet losrennen lässt. Scheiße. Dein Alter hat es ja nie so mit Einzelheiten. Er hat dir nicht gesagt, dass die Sweetwater-Brennerei von einem Karl Bevers geleitet wird. Ein harter Hund. Ein Arschloch vom Land. Seine Familie vertickt Schwarzgebrannten über die Firma an örtliche Läden. Hat Bevers hier erzählt, wo seine Brennereien sind? Er ist schlau genug, um alles in Bewegung zu halten. Das heißt, er hat irgendwo eine Karte versteckt für seine Fahrer. Eine Karte könnte helfen. Einer seiner Männer wird mir schon erzählen, wo sie steckt. Wir haben noch einen Mann. Nennt sich Bär. Der hat ein Auge auf die Fleischfabrik. Solltest mal mit ihm reden. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Immer gern, Lincoln. Wenn du wissen willst, was Bär was vorhat, musst du dir ein paar seiner Leute vorknöpfen. Ja, okay. Leute erschießen und erschlagen. Geil. Und dann doch Schutzgeld. Wait, soll ich erstmal mit ihm reden? Oder soll ich erstmal Leute erschießen? Diese Scheißbullen mit ihren Scheiß-Shit-Shit in S. Und so. Frage die Schwarzbanner. Sunny Blue. Sunny Blue. Ah, ich geh jetzt mal Leute erschießen. Wir sollten uns Scheißwaffen besorgen und ihnen zeigen, wie eine Scheiß. Wait, da sind Polizisten in der Nähe. Zerstören. Wait. Was? Ah. Wie war mein Waffenrad noch? Ah, mit einer Maustaste. Ach, das sind. Oh, ja gut.
So ist das also. Ich krieg echt noch andere Waffen, aber anscheinend nicht. Ja, was noch? Mit T ranpfeifen? Ich finde dich. Bist du das? Du findest was anderes, aber nicht mich. Steht. So, viel Spaß. Den soll ich zerstören, ja. Das hörte sich nicht gut an. Was soll das denn heißen? Meinst du etwa, ich kann nicht gut pfeifen? Den soll ich töten. Waren das wieder die verdammten Kids? Aha. Manitou Modell 67. Was habe ich momentan hier für eine? Mayweather. Schaden, wait. Schaden. Präzision 93%. Okay. Ich wollte sagen. Und was jetzt? 92%. Das ist das ungenauer, das Ding. So, komm. Z. Nehmen wir den Bäumer eben. Schmeißen wir denn hin? Irgendwo um die Ecke. Wie war denn das Z? Ja, chill mal hier. Wie war das hier noch? Ah ja, genau. Ist das der da ist, ja? Hallo? Geht doch. Hey. Schön abgestürzt. Und den müsste ich jetzt. Hä? Sagt einer auf einmal bloß weg hier. Hä? Muss ich das verstehen? Hä? Anyway. Kann ich hier stehen? Kommt er? Jetzt kommt er. Hi man. Es geht. Oh. Die los. Money. Wait. Feindlicher Wagen? Ich glaube, wenn ich das Ding so in die Luft sprenge, dann ist es bad. Verdammt. Schnaps ist scheiß Schnaps. Mir doch egal, was diese Nigger in Bayou. Aha, aha, aha.
Nicht gut. Wo steht er? Da steht er. Wait. Was verdammt nochmal war das? Okay. So. Ich habe immer noch. Könnte ihr hier aufmachen. Das wäre allerdings dumm. Die sind nicht einfach direkt mit hochgegangen. Genau. Hä? Hä? Soll ich den einfach nur nehmen und in den Müll fahren oder was? Unbefugtes Betreten, mein Arsch. Was sagen. Das jetzt nicht, oder was? Kann ich. Hallo? Game. Bist du doof, da hoch zu klettern? Ach man. Kann ich dann wenigstens an dem scheiß Boot hier hochklettern? Das klappt. Aber vom Boot aus irgendwo rüberspringen? Nö. Aber so. Richtig unnötig, ey. Bonjour. Bonjour. Hallo? Tschüss. Oh, da hinten Hot Rod. Genau. Bis ich mit 52 den Granatsplitter gefangen habe. Dann haben sie mich nach Hause geschippert. Oh, Verzeihung. Das Klügste, was ich je getan habe. Und das Klügste, einen Granatsplitter gefangen. Stellt euch das mal vor. Anstatt die gesamte Granate zu fangen. Nee, nur den Splitter. Mein Magazin. Ich verzichte doch deshalb nicht auf einen regelmäßigen Gehaltscheck. Juckt doch gar keine. So ein Mist. So ein Mist. Mach dich hier den Wario. Lass mich raten, sobald der Wagen mich sieht, dann wollen die mich angreifen. Richtig?
Wait, was soll ich da machen? N? Einsteigen? Oder was? Nee, Wagen. Wow. Ja, was ist mit dem Wagen? Ist da irgendwas? Ich frage die Schwarzbanner. Okay. Ich hab mich doch nicht verhört, oder? Doch. Aber in die Ecke mit dir. Ich wusste, dass deine Schrotflinte schon da war. Immer noch zu Hause. Krank, glaube ich. Ja, klar. Wohl eher besoffen. Weißt du was? Das war der letzte Tropfen. Wenn der Arsch nicht mal eine Ladung Fusel bewachen kann, ohne eine Flasche in der Hand, dann taugt der für uns nichts. Wenn du ihn siehst, sag ihm, er ist gefeuert. Wie läuft's? Sehr gut. Oh, Oh shit. Nee. Oh. Wir sind unter Beschuss. Kommt sofort hier. Ja, ist wurscht. Katzen, bitte schön. Erzähl mir alles, was du über die Sweetwater Distillery weißt. Das ganze Geld, das wir mit dem Fuselverkauf ranschaffen. Ich weiß, wo es versteckt ist. Okay, und wer? Die Crew meldet sich. Gut. Ich hab einen Alligator, der liebt schwarzes Fleisch. Hier entdeckt. Oh. Ja! Bingo! Der Wichser hat ihn kalt gemacht. Eine Schreckensherrschaft endet hier und jetzt. Schreckensherrschaft? Was? Gut. So, und hier drin ist noch was zu verbirnen, habe ich, sehe ich hier. Ja? Ich habe ihm gesagt, bring deinem Daddy nochmal. 500 Tacken nur, wow. So, wieder was mit der Waffe wegstecken? Aha, okay. Keine Zeugen. Der Zaun wurde einfach wieder aufgestellt. Okay. Au. Alarm. Ach, zerstören. Wait. Hmm.
Naja gut, nee, ich überfahre die nicht. Ey. Wir brauchen Hilfe! An alle Einheiten. Es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Bist du erledigt? Ich rufe die Polizei! Ich gehe in Deckung! Hab die Arschlöcher! Sorry, aber ich kann jetzt nicht brauchen. Irgendwie Molly ist auch eine Granate, habe ich ja tatsächlich. Heilen, ich kann mich heilen. Was? Oh. Wie benutze ich die Granate? Oh. Hallo. Ey, nee, du rufst nicht die Polizei, du Bob. Weg von der Straße! Ja. Einmal schön auf die Omme hauen. Passt schon. Sind die gerade ernsthaft in den brennenden Wagen reingerannt? Och, Leute. Doch mal vernünftig. Alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche so, was geht hier ab? Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Beziehungsweise... Dino Barbaro. Verfolgung beenden. Barbaro. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Aber der kleine Bastard von neben ist mir an meiner Einstellung zweifelnd. Ich weiß genau, dass ich für diese Bemerkung in die Hölle komme. Was willst du überhaupt hier? Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass du am St. Patrick's Day nicht hier seid. Nicht gehört? Der Blödarsch hat sich bei Barbieri total verschuldet. Wurde zuletzt gesehen, als er bei Roberto rein ist. Absolut. Sollte man meinen. Aber wenn es so wäre, werden wir ja jetzt nicht hier stehen und reden. Vertrag Nixon die keynesianische Wirtschaftslehre. Wenn er jetzt bereit ist, macht für mich wer die Tür da auf. Scheint nicht so, scheint nach vorne rum zu wollen. Fucking Idiot. Er sieht die Leiche und dann denkt er sich, shit. Ich glaube, was das Essen betrifft, gibt es bessere Orte. Kein Glück, Leute. Oh, ich hasse diesen Gitarrenquatsch ganz einfach. Los, schaff diesen nutzlosen Kadaver hier weg! Oh. Weiß nicht, mit wem er geredet hat, aber... Wenn die alle jetzt jedes Mal da außen rum wollen, muss ich ja wohl am besten beide aus dem Weg schaffen. Ach, ich kann die doch auch einfach in den Wagen stellen. Das ist natürlich nochmal wieder gut zu wissen. Kann ich einfach da vorne die Dings noch machen, die Tür? Müssen noch den Schlüssel erwerben. Ach, Mann, ey. Guck mal, das sind free Waffen für dich. Boy. Oh Gott. Ich erinnere mich an die alten. Jetzt bin ich
Rob. Fleischsalat. Lecker, schmecker. Fleischsalat. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt. Und ob er schon vorne raus, oder? Nicht? Oder doch? Doch. Alter, jetzt wird es auch noch schon mega dunkel. Ja, und die Polizei reagiert nicht drauf. Ich wünschte, ich wäre einfach zu Hause geblieben. Und seltsam. So. Wir hatten schon gedacht, er würde nie lesen lernen. Aber dann hat er ein lustiges Buch im Finger bekommen. Er hat es geliebt, hat jeden Tag davor gesessen. Bin stolz, sagen zu können, dass er den Abschluss geschafft hat. Ja, verdammt, unbedingt. Da vorne muss ich auch nochmal rein. Ding ist... Da lang gehe... Wenn die mich doch bestimmt angreifen, oder? Ja, komm, wir machen einmal einen Umweg. Weißt du, muss ich da drauf schießen oder kann ich die auch kaputt schlagen? Aber ich kann die auch einen Molly reinwerfen, ne? Ja, scheint, dass ich wohl... Molly hier rein wäre. Ein oder zwei. Weiß nicht. Was soll das sein? Und wieder zurück. So. Was ist hier drüben? So, hier ist die Inkspace. Sagt die Karte. Sind wir abgeschlossen? Schutzgeld. Und Verdun. Störer die Schwarzbanner-Lager. Yo. Hier irgendwie noch einen vernünftigen Wagen. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Streifendienst wieder aufnehmen. Kein Wagen, kein gar nichts.
Der ist doch. Nice. Ja, so gut hier. Au. So, Custom Auto, genau. Der geht aber auch nicht. Falls du dir liefern lassen kannst, können getuned werden. Ja, welche Wagen kann ich mir liefern lassen? Dieser Joker. Ach so, die Stelle. Ist noch ein Wagen, den ich zerstören kann. Das ist F. Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist noch mein Freund. Bin sofort da. Willst du was einzahlen, Darling? Ja, Moment. Weiß noch nicht, was die Alte auf einmal will. Aber. So, ich zahle bei dir mal eben meinen Moneten ein. Schotze, Schotze, Schotze. Nice. Haben wir Geld? Oh. Oh. Geld? Geld? Geld. Hallo wohl. Befugt ist betreten. Yeah. Keine Zeugen. So, weiter im Text. Weg nebenan, Schwarzbeinerei. Nachdem seine Leute weg waren, hat er um Heil gebeten. Hi Peter, Entschuldigung. Wirkt. Wir machen alle Fehler, wenn wir jung sind. Dabei können wir letztendlich gerade niemanden vermeiden. Aber alles, was ist das hier oben? Hi. Lass dich doch mal anschauen. Wie geht's? Hi. Ach so. Playboy-Häftchen. Sehr schön. Schnaps ist so gar nicht mein Ding. Aber ein kleiner Joint hier und da ist unbestreitbar ein ziemliches Allmächtiges. Richtig. Nee, das ist nicht das, wo ich war, oder? Doch. Oder ist das der Ort, wo ich war? Doch, das ist doch der Ort, wo ich das einmal war. Wo ich hingegangen war, aus Langeweile. M.
Ignoriere wir den Wagen mal gerade gekonnt. Fuck. Aber die sind wohl alle korrupt. Bum, bum, bum. Kann den Urlaub kaum abwarten. Dann besuche ich meine Leute in Florida. Gehst du auf Chubbs Beerdigung? Zu viele verdammte Begräbnisse in letzter Zeit. Vito, das Arschloch. Hätte nicht gedacht, dass er das drauf hat. Bull und seinen ganzen Haufen wegpusten. Chubbs war verdammt loyal. Hat gern für Bull gearbeitet. Hatte der nicht gerade geheiratet? Ja. Bei der Gewerkschaft am Schreibtisch saß. Alan? Ach ja, Alan. Schätze, er hat den Rad in die Röhre geschoben oder sowas. Großer Gott. Auf Chubbs. So, da ruf mich an. Moment. So, da bin ich wieder. Ja doch, ist okay. Gut. Alright. Etwas zu viel Grün hier für mein. Was zum Teufel war das? Das war dein Tod, Sack. Den Schalldämpfer auf meiner scheiß Knifte hätte, dann hätte ich einfach geschossen, aber. Ich will ja nicht alle Leute instant alarmieren. Wenn das wirklich einen Unterschied macht. Arbeite du da mal ruhig weiter. Kaum was an. Okay. Hab gestern Nacht den Motor geschossen. Das dürfte das Ende der guten Nelly Bell sein. Sie will? Das wäre ja. Wegen den halbnackten Kerlen, die sich schon einliefern, gehe ich nicht mehr so oft raus. Wer ist halbnackt? Okay, okay, okay. Dum, dum, dum. Du Para? Ach so, die abgesiegte, genau. Wait, die konnte ich gegen die Pistole eintauschen, okay. Ja, Pistole Becher. Pistole Becher. Ich glaube, ich muss zum Zahnarzt. Du machst was anderes.
Das ist nicht mal der Ort, wo ich rein muss. Gott verdammt. Hi. Aus dem Weg. Nimm deine Griffel von mir. Und die Laterne vor meiner Wohnung habt sie immer noch nicht repariert. So gehen die mit meinen Steuern um. Wer auch immer den Jungen auf dem Rummelplatz aufgeknüpft hat, hat einen ziemlich kranken Humor. Sich mit mir anzulegen ist nicht besonders clever, Kumpel. Leg mich nicht mit dir an. 2000 Euro Kickback für Funko. Damn. 2000 Dollar. Leute, ist keiner da. Hinlockt. Hinluschert. Okay. Bin ich bescheuert oder habt ihr das auch gehört? Du bist bescheuert. Vor ein paar Tagen hat mir so ein Scheißer die Luft aus den Reifen gelassen. Offenbar hatte der Typ kaum was an, als es passiert ist. Okay. Das ist auch eine Kombination von Aussagen. Offenbar hatte der Typ kaum was an, als es passiert ist. Wen willst du das noch alles erzählen? Die Hunderennbahn? Nein, ich glaube nicht, dass sie wieder eine neue bauen. Zu teuer und lockt bloß Verbrecher an. Geht's. Ein Pischer zur Zeit. Frieden, Liebe, Schwachsinn. Okay. Ich hab gar keine Armor, ne? Ich bin gerade so auf. Nehmen wir die doch mal. Okay. Und jetzt haben wir das. Hauptaufgabe. Oder Hauptpart. Wir mit ihm schnacken. Ja, komm mal her. Oh shit. Kann ich hier einfach rüber? Schade. Kann ich hier einfach raus? Nein. Weißt du, wer den Kampf gestern Abend gewonnen hat? Ich hab's verpasst. Ist da überhaupt ein Ausgang aus dem Scheuer da? Dann kann ich den doch einfach hier hoch. Ey. Einfach hier hochholen, oder? Ich glaub nicht, dass das eine Ratte war. Ja, einfach hier hochschlendert. So. Ist ja kein Wagen hier. Aber passt schon. Guck mal, da ist doch sogar ein Wagen. Hallo. Ja, nur erstmal. Oh. Auf die Polizei. Wait. Ich muss ein bisschen Kohle deponieren in Point Verdun. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Wer hat. Hab ich gerade aus Versehen
Oh. Sie müssen sofort hier runterkommen. Der Verdächtige ist bewaffnet und gefährlich. Verstärkung ist unterwegs. Ups. Waffe wegstecken, bitte. Gar nicht darauf geachtet, dass ich die rufen kann. Schon gefragt, warum die eben aufgetaucht war. Stellt sich heraus, ich habe die einfach gecallt, um das zu bemerken. Okay. Ob sie das B da oben drin lagern würden? Bisschen doof, das zu beleuchten irgendwo, aber irgendwo auch trotzdem notwendig. Ne? Wobei, doof ist es eigentlich nicht, aber... Elektronik da oben noch reinstecken? Naja gut, muss ja sowieso gekühlt werden, ne? Achtung! Pass auf, wo du deine Kurven hast. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Wuhu! Ach. Schade, ich hätte ihn gerne da einfach rausgeholt und eine Granate aufgeworfen. Muss mir auch wieder neu holen jetzt. Grüße, Empfehlungen und all das Zeug. Aha. Bist du Bear? Nikki schickt mich. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bear Donnelly. Ich verdanke Nikis Paar alles. Soll für ihn die Robert Doe Fleischfabrik im Auge behalten. Wer hat da drüben das Sagen? Ein Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithaien des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn sie da nicht wüten können, gehen sie damit auf die Straße. Ist Sonny vielleicht gerade in der Fabrik? Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Sie prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um rauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sonnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Sonny Blues Leute haben Angst vor ihm. Alter. Die reden nicht. Mach denen also mehr Angst vor dir. Okay. Wo genau muss ich hin? Ach so, das ist auch alles noch. Oh Gott. Ah, gut. Ey, ein gelber Wagen. Interessant. Ist auch interessant, dass ich einfach bei denen jedes Mal einfach Gas geben kann. Oh, wait. Oh. Oh shit. Bitte. Halt, stopp. Er ist auf den Boden geschubst. Ey. Nee. Wer? Ach, die, Alter. Nee, halt, stopp. Wait, ist da gerade einfach ein neues Wort? Ich mach dich gleich zu einem Sack voll Scheiße. So. Aufgepasst! Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Alter! Der Arsch will uns abfackeln! Guckst du jetzt ernsthaft deine Kollegen? Ups, hack! Sind noch nicht mehr ganz recht fit in der Birne.
So, wohin jetzt? Und wir da Schutzgeld. Sicherung TL 49. Okay, dann holen wir uns das Ding mal. Könnte ich die auch fragen. Miep, miep. Okay. Sind hier sogar Leute? Fällt nicht da durch? Ne. Okay. Die Zeit für Verhandlungen ist längst vorbei, Blödmann. Du hattest die Gelegenheit dazu, diese Scheiße in Ordnung zu bringen und du hast sie nicht genutzt. So nicht. Hier ist kein... Das heißt nicht noch eine Leiche. Das heißt nicht noch Leiche. Oh, Geld. Wait. Hä? Haben die irgendwie die Leute hier hinten alarmiert? Oder? Nee, oder? Der Hund muss sich vom Acker gebrochen. Wo hat er sich verkrochen? Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Komm her. Hat sich interessant angehört. Warum steht der mitten auf der Straße? Ist er besoffen? Wäre ja, nichts Neues, auf jeden Fall. Wait. Also. Auf der Suche sind sie. Was geht ab? Ist der tot? Wagen. Ah, Kacke! Ist das dein Ernst? Ich begrab dich! Alter! Vom Hals. Ich geb dir gleich was anderes. Was weißt du über die Fleischfabrik? Die ganzen Geschäfte, die dem Boss Schutzgeld zahlen? Ich weiß, wo sie sind. Okay. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. Nice. Wo ist der ganze Schissel? Mr. Barbier says, fuck around time is over. But we need to send a message to Willy. And to grab Willy's kid, take off his right hand and then leave it in front of Willy's house. That fat piece of shit still refuses to pay what's over. Owed. Next time it'll be his kid's goddamn leg. We use that big saw in the slaughterhouse, take it off right at the hip. Right at the hip. Okay. Barbieri. Okay. Ich frage mich, warum heißt der Mr. Friseur? Oder? Ich weiß gar nicht. Ich benutze nicht auch Barbier, also. Hup, 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 hup. Knack. B-
Barbier ist ja kein Friseur, nicht unbedingt. Wobei eigentlich ja gar nicht. Barbier ist ja eigentlich für Bärte Haupt. Eigentlich nur, oder? Bis jetzt noch nie eine Leiche gesehen. Macht schon nachdenklich. Hast du keine Augen im Kopf? Hi. Du bist hier falsch, Freundchen. Ich bin hier falsch. Geh mir nur auf die Nerven. Du wirst schon sehen. Geh dir, ich mach was anderes, Alter. Geh dir nicht auf die Nerven, ich tritt dir auf die Nase. Sag dem Arschloch. Was? Gute Nacht? Hä? Hier, komm, komm her. Gute Nacht. Weg mit dir. So. Also. Okay. Sehr gut. Was habe ich noch an... Ja gut. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ich hau mal hinten auf. Ah, scheint alle getroffen zu haben. Nun gut. Dann Müllabfuhr. Halt, stopp. Hey, der Kerl hat mich fast umgefahren. Sagten sie, während ich noch 20, 30 Meter von denen entfernt war. Hi. Willst du das noch bezahlen? Ich brauche die Polizei. Bitte. Der fragt ernsthaft, ob ich sein Geld bezahlen will. Gerade was Unschönes gehört. Rennt! Hey, hier drüben. Geh in Deckung. Ich habe leider nicht alle. Geht. Warum kommt der so nah ran? Ist der dumm? Du kannst nicht aimen. Ist ja auch seltsam. Ach Mann. Ich muss einfach aufstehen. So, und jetzt? Kann ich da oben noch jemanden erschießen gehen? Ach, da oben ist ja noch mehr. Eieiei, oder gehe ich lieber hier unten? Ich glaube, ich gehe lieber noch hier unten und dann einmal außen rum. Hört sich besser an. Eine meinen schicken Wagen hier, mein Potomac. Dann. So, ist hier ein... Ah, ja, da. Da
schon gedacht, dass es auf einmal auf der anderen Seite wäre, was nicht so geil wäre. Gut. Was war? Punkt. So. So, ich kann auch so da hinwechseln. Okay. Das heißt nichts Gutes. Sie ist hübsch aus dem Fahrrad. Oh, das ist immer noch. Eins nicht ganz. Ich verpiss mich. Der eine will hinten rum oder was? Du bist geliefert. Wer hat mich denn geliefert? Schnappt euch dies. Habt ihr Arschlöcher mich verzeiht zu sterben, Arschloch? Alter. Ja. Mal leiser rumstöhnen, Alter. Ich meine, das Spiel ist schon aber 18, aber das heißt nicht, dass das hier alles durchgeht. Maga, fahr mal schnell um die Kurve. Junge, du bist im Weg. Hast nicht gelernt. Alter, jetzt ist mein Wagen fast kaputt. Nur wegen dir. Platten? Ja, sorry. Polizei ist hier in der Nähe. Der hat mir Platten geschossen, die Sau. An alle Einheiten. Es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Sie haben hier nicht... Wo willst du denn hin? Hier ist HP. Irgendwie. Und auf. Hätte ich auch auftreten können, aber. Du weißt, was hier drin ist. Ziemlich ekelhaft übrigens, wenn man scharf drüber nachdenkt. Er gibt Sinn. Hi. Schön, Sie mal wiederzusehen, mein Herr. Stoff in der ganzen Stadt finden. Ist nicht so, als ob das schwierig wäre. Ich hatte einfach nie die Zeit dazu. Gib mir ein Bier. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ja, gut. Keiner reagiert drauf. Ich wusste, dass es kommt. Wir sind hier wieder um Drugs verkaufen. Oh, da vorne ist ein Wagen. Spannung! Cabrios sind die wegen ein Problem, das nehmen da. Wait. Und jetzt haben Playboy heft den auf der Dingsen. Auf dem Dingsbums hier. Revier? Nein, Revier ist nicht das Wort. Leuten so weh zu tun, macht mir keinen Spaß.
Zumindest meistens. Und es ist ja auch. An alle Einheiten. Es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Ich bin kein männlicher Schwarzer. Ich bin ein schwarzer männlicher. Oh. Meine Pistole wegstecken. Da komme ich nicht hoch. Oh shit. Hey, hallo. An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt das Fahrzeug. Noch führt er ein Fahrzeug. An alle Einheiten. Verdächtiger ist Tick vor Haber gesichtet. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Eine Rampe! Let's go! Oh! Aua, das hat wehgetan. Ist das scheiße? Was für einen Wagen müsste ich denn haben, um da hochzukommen, hä? Ja, wohl bestimmt mindestens hier. Keine Ahnung. Den da hinten. Unbefugtes Betreten, mein Arsch. Der hier ist doch perfekt. Mit dem kann ich tatsächlich fahren. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ey, das macht man nicht. Was man alles nicht macht. So, wait. Ja, so werde ich auch in eure Truck fahren. Definitiv. Ich fahre dir gleich in deine Dreckskarre. Ja, versuchen wir mal in die Dreckskarre reinzufahren. Bringt dir nichts. Sehen. Bist du ein Evil Boy oder nicht? Hi. Oh. Scheiße, scheiße, ich bin sowas von am Arsch. Wie lange ist er schon hier drin? Was ist das für ein Verdächtiges? Vielleicht 4. Tage. Tage? Scheiße, oh. Jack. Du solltest ihn doch bloß ein bisschen aufmischen. Rausfinden, was er weiß. Amor. Hat mir nichts erzählt. Also wollte ich ihn etwas schmoren lassen. Sieht er jetzt vielleicht so aus, als ob er schmort? Was zur Hölle soll ich tun? Der Schlachter dreht mich doch durch den Fleischwolf. Verdammt, ich will nicht sterben. Du stirbst schon nicht. Lass uns die Schicht ganz normal durchziehen. Dann kommen wir zurück und kümmern uns um den toten Wichser. Na, kommt er hierher? Ist er dumm?
Speed. So, Kollege. Jetzt du bitte. Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Da draußen ist absolut nichts. Korrekt. Heilige Scheiße, der Kerl ist tot. Hä? Was? Wo ist er hin? Hier. Tatsächlich da, okay. Ja. Genau. Mehr. Komm schon, Bubi. Hau dich. So, ich muss den allerdings auch von hier wegnehmen, weil gibt es da andere her, den wahrscheinlich sehen täte, wenn nicht. Der kommt sogar gerade. Wie nützlich. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Geht's. Oh shit. Gibt Geld hier, habe ich gehört. Ist gerade eingewählt oder hat sich der Karton gerade da oben hin und her bewegt? Hi. Ja, guck mir nicht so an. Guckte in meine Richtung, als ob er genau wüsste, was ist. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Hä? Guck's dir genau an, Kollege. Ja, jetzt geh einfach nach unten. Good job. Was ist denn mit der Rothaarigen gestern gelaufen? Oh Mann. Ui. Wir sind zu ihr nach Hause, haben uns das Hirn rausgevögelt. Also, bis ihre Mami reinplatzt. Die fängt an zu brüllen und kreischen und mir zu drohen. Dann hält mir die Schlampe eine Knarre unter die Nase, bis der Alte von der Rothaarigen nach Hause kommt. Ich hab dich ja vor der irischen Muschi gewarnt. Hast du? Jedenfalls ist der Typ so ein hässliches irisches Arschloch. So einer von wegen, leg dich bloß nicht mit mir an. Und was ist passiert, als er heimkam? Schneiden wir ihm die scheiße Ohren ab. Was meinst du? Oh. Ah? Oh. Press. Das sieht nicht gut aus. Da kommt alle Hilfe zu spät. Ja, bloß. Ach, und wie ist da ein Revolver hochgekommen? Das nur ein? Sterben, Ralphie? Erst beklaut, Mr. Blue, und jetzt gönnst du uns nicht einmal unseren Spaß?
Du bist ein Arschländer. Ich frag dich zum letzten verdammten Mal. Wo ist das Geld, das du abgesahnt hast? Ich verrate es dir nicht. Wo ist das verfluchte Geld? Antworte! Ja, der hat ordentlich einen abgedrückt. Geht's? Ab mit dir. So, wie sieht das hier aus? Hau dich rüber. Der ist dead? Naja. Oder auch nicht. Scheiße, wir ihm oh Gott. Auf geht's. Ich rette dir den Arsch, du kleiner Hände. Alter. Ne, ja, sag bloß, du schießt. Alter. Also ich in deiner Position hätte ich echt in der Ecke gesetzt und geheult. Was ist bloß los mit dieser Welt? Ist ein Dude jemanden genüsslich am Befreien und du kriegst es nicht mal hin, mit einer Strohflinte ihm einmal in den Nacken vernünftig zu schießen. Ja, es gibt nur eine. Alter, hört ihr mal auf, so rumzustören? Oh, oder haben sie deswegen rumgestöhnt? Oh, Tiddies. Money, money, money. Schon wieder 14.000. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Außer unbefugtes Betreten. Okay. Die Flascherei müsste auf jeden Fall mal sauber gemacht werden. Soll sehr krass sauber gemacht werden. Oh. Oh. Sehr gut. So, nächster Punkt. Ein Dude den Heady verpassen, habe ich gehört. Oh, was ist das? Ah, Propaganda! So, stimmt, deswegen waren wir da überhaupt reingegangen. Weil wir ein Auto gesucht haben, ein schnelleres. Wait. Wait. Immer einmal außenrum gefahren und dann da ja. Auch gut. Kriegen wir irgendeinen schnellen Wagen mal eben, damit wir doch überjumpen können. Wait, kann ich vielleicht. Was passiert denn, wenn ich hier. Ah, hier kann ich die. Sehen. Wait. Samson Drifter, Schubert Fregatte, Lassiter Leopard. Welcher ist denn der schnellste? Das muss ja wohl ein Dingswagen sein, ne? Wobei Exoten könnten ja auch ziemlich. Samson Duke? Muss doch auch recht fast sein, oder nicht? Der sieht auf jeden Fall nach einem Rennwagen aus. Und der Leo Traviata? Ja, doch. Weiß nicht. Samson oder? Weil Samson Drifter? Nee, Drifter ist nicht so gut dann. Hier, komm. Ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Und Burke sagt, du bist da die beste Adresse. Nun, in dieser Hinsicht ist Burke ein verdammtes Genie. Ich mache mich jetzt zu dir auf den Weg. Boah, da wäre ja auch ein. Und den Bauer, jo, moin. Außer mein Wagen, den verschrotte ich direkt. Das ist eine große Hilfe. So, ich hoffe, der hat eine gewisse Geschwindigkeit und ich komme damit auch überhaupt so hoch. Aber wenn nicht, wäre es kacke.
Ding auch, nur weil ich da ganze Zeit Puff mache, dass ich die ganze Zeit am Schießen bin. Yeah! Oh. Stoßdämpfer-Test. Das waren 50 Meter? Genau. Wollte es einfach nur so machen, bis mir war entfallen, dass es dafür einen Erfolg gibt. Kommt davon, wenn man nicht die Handbremse benutzt. Autsch. Oh. Wait, warum bin ich eigentlich runtergegangen? Ich hätte doch von da oben snipen können. Hm, naja. Ich hoffe zumindest, dass ich von da oben snipen kann. Dich kann keiner ernst nehmen. Dich kann keiner ernst nehmen? Hm? Warum auch immer sie das so auch mal eben sagt. Ich sehe da niemanden. Also funktioniert so nicht. Okay. Jetzt sind sie da. Und wie geht's? Kann ich eigentlich noch weiter ranzoomen? Nein. Lass ihn nicht weg! Ach, was nein. Nani! Scheiße! Ich lade nach! Schön! Ja, und weißt du auch, warum ich das tue? Weil ich Schweinefleisch mag. Das ist allein deine Schuld. Hier ist auch eigene Schuld. Oh, was hab ich getan? Irgendwo ein Molly. Oh, Geld. Schweinefleisch in Helle. Geld. Geld. Money! Wie viel Money? 16k. Oh. Hot Dogs sind schmackhaft. Ja. Hot Dogs. Höhere Gewalt und so, aber wenn man uns dafür bezahlt, ein paar extra Gebete zu sprechen, bleibt alles in Ordnung. Ist verdammt einfach, wenn man... Verdammt einfach, wenn man. Wenn man. So, nächstes Ziel. Kommunistische Propaganda. Playboy Magazin. Wait, ist das. Warum ist das hier hinten in der Ecke? Scheint hier oben zu sein. Ah ja. Sie sind also eine Dame der Kultur, ja? Ich leih mir das mal aus. Bist du bescheuert? Hey. Erst Moment, da steht ein NPC stummsinnig auf dem Wasser und kein. Nicht, dass da irgendwas rausguckt. Aber was mich angeht, wenn du mir in die Augen sehen kannst und dabei behauptest, du magst Jazz, dann erkenne ich ohne den Schatten eines Zweifels den Lügner in dir.
Den Schatten eines Zweifels. Das war einfach nur direkt übersetzt, oder? Glaube ich noch nie jemanden das so sagen hören. Schatten eines Zweifels. Ist ja auch wieder alles. Kommunistische Propaganda. Halt, stopp. Yield right of way. Okay. Möp, möp. Wait, ich muss doch hier sowieso rein. Kann ich durch das Haus da? Kann ich hier durch? Ja, nein, vielleicht? Nein. Diese Scheiße finde ich überhaupt nicht lustig. Ich aber. Wagen jemand eingesperrt? Jetzt kommt der andere. Habt ihr unter jemanden eingesperrt? Kann das sein? Aber wenn der Wagen da bestellt wurde, ja, dann muss ich den ja auch tunen können. Das war ja die Aussage vorher. Ne, der hängt da. Okay. Los, hast du hier eingeschissen? Ne. Ja gut, dann steh halt nicht auf. Ollis! Wo ist denn die nächste? Wo waren die? War die nicht irgendwo hier unten? Ach nee, da. Da ist die Tuning-Werkstatt. Sollte ich vielleicht dann hinfahren mit dem hier? Vielleicht. Auch nur ganz vielleicht. So, oder einmal nach da oben. Kriege ich überhaupt mehr Wagen frei? Warum frage ich mich gerade? So, muss die ja irgendwie freischalten. Ich habe mich doch nicht verhört, oder? Doch, immer noch. Ja, komm rüber. Was zum Teufel war das? Wir wissen beide, dass du auch aufgeschlitzt werden willst. Wo zum Teufel ist der? Hä? Ist doof? Ich hole ihn.
money. Babysat got money. Hey Kumpel, hast du das gehört? Kumpel. Atmest du noch, Kumpel? Hä? Wem redet der? Kann er durch den Wagen durchgucken? Okay, aber nicht allein. Da ist unser Mann. Wusste ich's doch, dass er hier da. Schnappt ihn euch! Irgendjemand sollte die Polizei rufen. Oh Gott, lass mich bitte nicht sterben. Ach. Festgebunden. Immer auf. So, das war die. Und der letzte ist hier drüben. Bosch, bin ich hellwach. Das ist natürlich die Frage. Was? Was ist überhaupt bei den Bananen hier? Chemin, Mollys. Du bist geschockt. Ich bin noch hier, du Wichser. Noch, ja. Hat er korrekt bemerkt, dass er noch da war. Money. Och, natürlich kann er so hoch nicht klettern und springen. So. Nein. Dahin. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir den hier denn wirklich tun können, so wie es uns gesagt wurde. Vom Game. Ich fürchte, es geht wahrscheinlich auch wieder nicht. Dass das Bullshit ist. Bullshit-Selle. Oh, ah. Hey, ist grün, also. Geht. Hey. Geil. Motor. Was? Eingebaut? Wait. Zeug. Muss damit durch. Reicht zum Freischalten den Streckenrekord in der Frisco-Doppelschleife. Aber macht das was oder ist es nur visuell? Wenn es nur visuell ist, ehrlich gesagt, dann brauche ich den Scheiß nicht was. Das vielleicht noch. Den vielleicht, aber die anderen? Nee. Wait. Nee, steht nichts bei. Das ist auch nur das. Okay. Er reißt den Freistand in Streckenrekord. Okay, Streckenrekorder. Na denn. Aber mal schauen. Hast du die Beschleunigung? Verbessert die Höchstgeschwindigkeit. Wenn dann Beschleunigung. Geschwindigkeit wirkt eigentlich gar nicht so sehr. Aber dass er von der Stelle kommt sofort. Aber an sich, warum darf ich den gar nicht ändern? Guck dir die Beschleunigung schon an, ey. Und die Höchstgeschwindigkeit geht auch voll weit runter. Nee, lass ich lieber nochmal aussehen. Und
Heck. Ah, Heck. Heck könnte ich mir vorstellen, aber dafür müsste ich erstmal Sachen machen. Farben. Aufkleber, Scheibentönung. Wow. Ja, das ist kein Need for Speed, ne? Ich krieg direkt die Hände rundmorgen vom Tuning bei Need for Speed Underground 2 im Kopf. From the window. To the wall. To the wall. Rot. Nee. Blau? Nee, es müsste schon ein richtig dunkles Blau sein. Nicht so ein Blau. Dieses. Na. Das Rot, daran könnte ich noch leben, aber. Wait. Was für eine Scheibentönung haben wir noch? Ja, es gibt sogar ein gelbes. Ja, komm, eingebaut. Transaktion erfolgreich. Und gelbes. Dann gib mir das. Okay. War ja nicht unbedingt das, was ich nehmen wollen täte, aber ist okay. Robust Offroad, yo. Haben die da auch wirklich. Machen die auch wirklich was? Sind die dann. Haben die dann mehr Grip? Offroad? Weil visuell muss ich sagen. Ich genauso die standardmäßigen Ballen. Board 5. Habe Innenraum. Oh boy. Oh, Nummernschild. Wait. Diesel. Gator CC. Kann ich keine Kosten machen? Geht das hier nicht? Ning. Casanova. Hangar 13. Hangar 13 könnte ich nehmen. Welches ist das? Mi 06. Whiskey, Headshot, Drifter. Where you at? Hangman, alright. Keine Ahnung, wofür das steht. 2K, check. ECR, Gator, Drift. Keine Ahnung, was. Warum kann ich keine Custom nehmen? 6 brauchte ich. Ne? Das ist dumm. Das war im Remake vom ersten besser. Dachtyp. Coupé. Oder Cabrio. Cabrio finde ich not bad, aber nee. Rot, ja. Nee, nehmen wir jetzt. Gelb, Gold oder Orange. Dachte. Okay. Body Kids. Hier muss ich extra für den Namen, dann würde ich den nehmen. Schenke Gott, Holo Points. Ja, ist ein bisschen customized. Also. Ich scheue noch nicht davor, sich direkt in auf den nassen Boden zu schmeißen. Keiner zahlt mehr an Sonny Blue. Hat ihm beim Schlachter Ärger beschert. Aha, okay. Alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Ja, fein. Sonny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sonnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sunny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Nicht richtig Mathe gemacht. Wir werden sehen. Egal. Bleib an der Cover, bis es vorbei ist, okay?
Sonny ist wohl etwas angepisst über so einen farbigen Kerl, der seine Geschäfte stört. Ja. Ist über den ganzen Weg runter zur Fleischfabrik, um auf ihn zu warten. Hey, wo komme ich an die Panzerung, bitte? Muss ich einmal einen anderen Wagen, anderes Geschäft aufsuchen? So. Scheiß Regen. Tag. Alter, hätte er sich da nicht hingelegt? Hätte er sich da nicht hingelegt, dann wäre er nicht gestorben. Sänger. Conny sagt, ich sehe ihm ähnlich. Ich finde, ich sehe eher aus wie James Darren. Was? Von wem zum Henker quasselst du da? Er spielte in Gidget und Moondoggy mit. Zusammen mit Sandra Dee. Habe ich nie gesehen. Im wahren Leben hat sie mit Bobby Darren gevögelt, aber in den Filmen hat sie es mit James Darren. Ach so, stimmt. Hier war ich vorhin reingekommen. Keine Teenies mehr. Was war das, verdammt? Jetzt. Das war das. Ach ja. No. Komm her. Mal schneller gehen. Saw that gimpy motherfucker Burke yesterday. Was staggering down the sidewalk. Piss all over the front of his pants. You know... I know. Mr. Barbieri says we're not to touch that Irish fuck. But he what? Nee. What? Someone take a bat to his other leg? Cripple him up good. Die ganze Crew von der Bude ist einfach weg. Verflucht. Oh, scheiße. Das erklärt die Sache mit Little Anthony von heute Morgen. Was hat Sunny Blue diesmal gemacht? Little Anthony kommt rein und sagt guten Morgen. Sunny geht hin, zieht ihn mit dem flachen Ende vom Fleischerhaken eins über und fragt ihn dann, ob es immer noch ein guter Morgen ist. Gott verdammt. Wir müssen in den Griff bekommen, was da abgeht, bevor Sunny den Rest von uns tötet. Ich hab mich doch nicht verhört, oder? Was nicht?
finde raus, was das war. Ja, komm mal her. Lass es zu deinen Kollegen legen. Okay. Das ist gar nichts für mehr. Ja, komm her. Komm auch mal her, Kollege. Wieder einer von denen oder nicht? Du bist einer. Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Nix. Nichts, keine Reaktion. Jetzt eine Reaktion. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Leck mich! Nee. Jetzt geht's los, Zeit zu sterben. Arsch und ey. Ich brauche Hilfe! Was du, mit wem du dich hier anlegst? Ich muss nachladen! Gib mir Feuerschutz! Da! Fuck. Das werde ich dir heimzahlen! Hast du den... Er nagelt mich hier fest! Gib dir gleich. So, was sagt? Leck mich. Will ich meine Fleischerei jetzt, ja? Der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. Kurzgeld, Erpressung gesichert. Warum? So, es geht an. Ja. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Wenn wir die Distille zurückerobern, kann dieses fette Arschloch Barbieri nirgendwo anders mehr hin. Ja, ich weiß doch, dass ihr GTA gerne gesehen habt. Die Leute da aussteigen. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland floh, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Selma Carno auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Okay. Süß. Eine Menge Horrorgeschichten. Wollte aber eigentlich. Ich habe gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schreiben wir selbst welche. Ah, okay, meine Armor sieht ja noch relativ groß. Alright. Was bestechen 1? Ist er eingefallen, nein. Nee.
Aber die Leute, die sie auf die Straße schmeißen, die sind verrückt. So. Stopp. Bevers wird nicht happy sein, wie du sein Geschäft mit dem Fusel aufgemischt hast. Na. Waren wir eigentlich auch fertig? Hallo? Kann ich auch nehmen. Ja gut, wenn ich die Aufgabe nicht annehmen kann. Da wüsste wie wir es. Habe ich dann beim letzten Mal nochmal. Hatte ich das. Nee, das Spiel neu gestartet hatte ich nicht. Wenn ich tatsächlich die Dings jetzt nicht annehmen kann, würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle schon Schluss machen, weil ich eben ein bisschen früher Schluss machen wollte, weil ich ein bisschen mit der Fahrung verkackt habe. Aber wir können ja nächste Woche theoretisch länger machen. Ein gutes Stück länger machen, weil wir unser Pusher durch sind, ne? Also ist das nicht so schlimm. Was wollte ich gerade? Ich will mal eben die alte rum, mein Geld schon mal. Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Immer muss ich das selber nicht machen. Was gut drauf war. Was wickeln wir heute in die Bank? Oh, nicht in meinen Wagen rein, ja? Gut. So. So, wir es nochmal. Geht einfach nicht. Gut. Dann geht das halt einfach nicht. Dann würde ich sagen, war es das heute tatsächlich schon wieder. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Donnerstagabend. Und machen hier nächste Woche weiter. Dann haben wir ein gutes Stück Zeit. Und ja. Wie gesagt. Dann bis dann. Tschüssi.